Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play SmackDown vs. Raw 2006. Beim letzten Mal haben wir am Anfang das Comeback von Stone Cold Steve Austin erlebt, denn der war ganz schön wütend darüber, dass er nicht bei der Legends Tour dabei ist. Und bevor das in weitere Schwierigkeiten ahndet, haben wir jetzt ein Tag Team Match mit ihm, und zwar gegen The Rock und Hulk Hogan, oder beziehungsweise es geht schon eine Weile lang und jetzt wird das weitergeführt. So. Vielleicht schaffe ich es, aber nur vielleicht. Wenn Stone Cold jetzt mal rausgeht und Hogan nicht austaggt. So, die Powerbomb sitzt, bis die Powerbomb fertig ist. Jetzt Stone Cold, du musst laufen mittlerweile jetzt. Geh auf den anderen Typen. Ey! Mach einmal das, was ich dir sag. Jetzt pinnt er mich oder... Ne, wollte gerade sagen, macht er Crossface. Das verfickten Tag Team Matches immer, ne? Finde das nicht okay. Komm! Na, you! Jetzt. Komm. Her. Oh, die haben wir aber gekontert. Doch nicht. Mist. Diese langen Tag-Team-Matches, ne? Ist schon wieder 8:30 abends. Muss morgen früh raus zur Schule. So, jetzt geh auf den Spacko. Jawoll! One, two, three. Na! Ey, so knapp, ne? So knapp! Hau ab, Rock. Weg! So, einmal auf den Mütz hauen. Und nochmal pin. Und. One, two. Oh, ey! Ey, der ist schon rot am Kopf und Körper, ne? Hau ab, Rock! Machen wir Piledriver! Das ist aber eine Naht. So, hier auf Rocky, genau. Und! One! Two! Ich hab dazu nichts mehr zu sagen, ne? Leute, echt. Ohne Mist. Ohne Mist. Weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich würde gern. Danke. Brock, du musst eigentlich raus, weißt du, ne? Close Line from Hell! Jetzt aber! So, Stone Cold! Hör auf zu taunten! Und er kommt trotzdem raus! Er kommt trotzdem raus! Er kommt raus, ey! Was ist denn mit dem Waffle Face? Ach nee, das war ja der von Paul London. Er kommt trotzdem raus! Na, no. Rock! Wir machen jetzt! Jawoll, beide gekontert. Nein, falscher. Und. One, two. Nein. Du sollst raus. So, jetzt aber. Zähl. One, two. Hey! 10 verkackte Minuten schon. Was soll ich denn noch machen? Ich blute mal. Geht doch. So. Weißt du, seine Beine schon orange. Blutet wie ein Schwein. Rope Break. Klar, warum auch nicht?
Warum auch nicht? Jetzt musst du abhauen. Ah, wieder verkackt, na super. Nur weil ich wieder es nicht schaffe, richtig zu pinnen. Bam. Ja, klar, mal weiter Rock. Lass mich jetzt. Hau ab. Lass mich in Ruhe, Jimmy Hart. Wehe, du greifst mich an. Wehe, du greifst mich an. So, du musst raus. So, jetzt pin! Komm, komm! Und! One! Two! Three! Na! Oh! Ey, das war so gut, ne? Hau ab jetzt, Stone Cold. Hau ab jetzt, Stone Cold. So, jetzt liegt er in der richtigen Position. Gleich. Und dann kann ich Stone Cold rausholen. Hoffentlich. So. Auf den anderen, auf den anderen! Auf den anderen! Auf den anderen, verdammt nochmal. Fallaway Slam. Du musst raus, Rocky. Das weißt du, ne? So, jetzt pinne ich ihn und... One! Two! Du musst raus, Rocky. Das ist der falsche. You! Wie ich solche Matches liebe! Liebe! Ich muss. Ich wurf ihn gleich einfach gegen den Turnbuckle da hinten. Du musst eigentlich auf den anderen gehen. Nein, da muss ich doch nach oben zeigen. Ja, super! Lass uns doch das eine Disqualifikation. Ein. Ziehen. Ja, klar! Hauen sie auf den Schiri rauf! Geh weg, Schiri. Geh doch mal weg! Nice! Holt er auch noch Rocky rein? Warum auch nicht? Lass das Match doch noch 20 Minuten gehen. Jetzt müsste er eigentlich auf den anderen gehen. Oder muss ich nach links machen? Oder wie läuft das hier? Ja, hat fast eins geschafft. One! Yay. Oh. Kratze mir den Rücken. So, tauchen wir ein bisschen, dann machen wir die Powerbomb. Super. Super Sache so, ne? Okay, Leute. Mal gucken, ob das so funktioniert. Oder ich schmeiß Bogen einfach selber runter. Nee! Nee, so nicht! Ey! Scheiße! Och Mann! Ich dachte, das geht so einfach wie bei Day of Reckoning. Aber drauf geschissen. Geh auf den anderen, Spacko! Lass mich raus! Rogan, du musst weg. Und pin! On! One! Ach Mann! Ich muss Rock noch ein bisschen.
Mal wird wieder gekontert oder was? Ja klar. Jetzt schon wieder. Über 15 Minuten, wenn man das Gelege vom Emulator mit dazu zählt. Neckbreaker. Finisher spare ich mir erstmal kurz auf. Geh auf den anderen Spacko. Ja, er hat ihn fast getroffen! Er hat ihn fast getroffen! Er hat ihn fast getroffen. Und der Schiri liegt. Der Schiri liegt. Der Schiri liegt. Ja, Peoples Punch. So, wieder, wenn ich das Match hier verliere, dann. Weil das in der nächsten Session erst. Bam. Na! Ja, tag doch ein mit dem alten Sack. Mach doch. Tag doch ein. Komm, wir probieren was. Wir probieren was. Stone Cold, komm wieder her. Beziehungsweise, wenn wir Glück haben, reicht das ja sogar. Hat er dann Stunner gezeigt? Nee, ne? Weh, er schickt ihn wieder zurück. Komm, mach Countout-Sieg! Raus. Ich möchte aber... Ich möchte auch einen Countout-Sieg probieren. Boah, ey, was das soll, ne? Was das soll. Was jetzt? Jetzt macht er sich mal nützlich, ne? Aber davor kein Finger krumm. Das sind die Teilzeit-Wrestler. Komm, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Jetzt warte ich noch bis... Mr. Austin mal hier oben ankommen? Ja! Klar! Weißt du, ich wollte diesen Part gar nicht mehr drehen. Ich wollte vor 15 Minuten schon wieder fertig sein. Und irgendwas essen oder so. Und eine andere sinnvolle Beschäftigung. Irgendwie eine andere sinnvolle Beschäftigung. Nobody. So. Macht das folgendermaßen. So. Ihn schicke ich nämlich bis hinten zur Entrance Stage. Wenn mir das gelingt, das wäre schon nicht schlecht. Da geht's hin. Super. Wir warten ein bisschen, bis er aufsteht. Dann machen wir einen Running Grapple. Oh, oh. Running Grapple. Beziehungsweise wir probieren einfach die Powerbomb. Powerbomb, jawohl. Und bis der die fertig hat, haben wir wahrscheinlich gewonnen. Komm. Komm. Bring it home, baby. Bring it home. Jetzt pinnen wir ihn auch noch. Jawohl. Der Ring-Out-Sieg. Der Count-Out-Sieg hat uns den Sieg verbracht. Ein Part extra, yay! Austin! Oh, wie happy die beiden aussehen. Oh, Leute. Gut, Finisher-Vorschläge in die Kommentare schreiben und so ein Mist alles, ne? Wir sehen uns dann bei der nächsten Session. Wenn es hier keine Katze mehr kommt, ja. Das war's eigentlich. Fix und fertig. Und an dieser Stelle hat meine Aufnahme sich einfach beendet. Beziehungsweise durch den einen Lag vor ein paar Parts, wo der ganze Ton asynchron, deswegen muss ich das nachbessern. Habt ihr ja vielleicht gemerkt, ich musste alle zwei Minuten wieder den Teil ein bisschen zurückschieben. Und dann ging es einigermaßen.
Ja gut, das war's eigentlich. Bleibt so seid, euer Franz zockt und haut rein. Tschüss.